Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog. Und heute möchte ich dir mal einen coolen Trick zeigen, mit dem du deinen Hall für deine Quelle, wo du den Hall draufpackst, schön 3D-mäßig im Panorama verstecken kannst, sodass er nicht so auffällig ist. Also du hast einen Hall, aber der ist eben nicht so aufdringlich wie jetzt zum Beispiel eine große Hallfahne oder so. Und dieser 3D-Effekt, den möchte ich dir heute mal zeigen, wie der genau geht. Wir nehmen am besten mal als Beispiel hier diese Vocals, die ich hier aufgenommen habe. Ich geh durch dunkelste Wälder. Spur ist im Moment komplett trocken. Wüsten mit verkohlten Füßen. Ne? Und da soll jetzt so ein schöner versteckter Hall drauf, denn wir haben hier quasi eine ruhige Stelle. Der Hall soll nicht so aufdringlich sein und dementsprechend möchte ich den schön im Stereopanorama verstecken. Also, was brauchen wir dafür? Wir brauchen zunächst einmal zwei Monobusse dafür. Die erstelle ich jetzt hier mal kurz in Logic. Einmal Bus, sagen wir mal 10 und einmal Bus Nummer 11 und die beschicke ich dann jeweils gleich mit dem gleichen Pegel. Und dann gucken wir mal hier auf der rechten Seite, da sind die beiden Busse schon, wie man hier sehen kann. Und den einen benenne ich jetzt einfach mal in 3D Hall links und den anderen in 3D Hall rechts. Und weil die natürlich für links und rechts geeignet sein sollen, muss ich die auch im Panorama hier einmal nach links schieben und einmal hier nach rechts. Wupp, mit dem Zoom hier nicht ganz so durcheinander kommen. So, jetzt haben wir also zwei Monobusse, die einmal links und nach rechts sind, aber auf diesen beiden kommt natürlich nur das an, was wir auch hinschicken. Dementsprechend sollten wir jetzt einfach nur Mono die Stimme aus der Mitte hören. Ich gehe durch dunkelste Wälder. Bitteschön. So, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen als nächstes einen Equalizer. Wir machen so ein kleines bisschen den Abbey Road Hall Trick. Falls du nicht weißt, wovon ich da rede, kann ich dir mal hier oben ein Video einblenden. Der Abbey Road Hall Trick bezeichnet im Prinzip nur so eine Beschneidung der Frequenzen für den Hall. Und die mache ich mal hier mit einem Low Cut bei 200 Hertz und mit einem High Cut bei ungefähr 5000 Hertz. Und das mache ich natürlich dann nicht nur beim linken Kanal, sondern auch beim rechten Kanal. Kopiere das hier also einfach rüber, das Plugin. Als nächstes brauchen wir einen Mono-Hall. Einen Mono-Hall und den laden wir auch mal rein. Ich stehe hier auf den alten Hall vom Logic. Das heißt, ich kann hier, wenn ich die Alt-Taste halte, hier unten bei den Plugins noch die alten Hall-Plugins auswählen und nehme da vom Platinum Verb das Mono-Pendant, also nicht Pendant, die Variante in Mono und lasse die komplett unangetastet, bis auf eine kleine Einstellung, die vorgenommen werden soll, nämlich hier. Wet sollte auf jeden Fall, also das Nasse, das Hall-Signal sollte auf 100% stehen. Und Dry sollte auf 0% stehen. Und du kannst dafür in deiner DAW auch jedes andere Plugin nehmen, jedes andere Hall-Plugin. Achte nur darauf, dass es Mono ist und dass du dann, wenn du es eingestellt hast, also das auf 100% Hall gestellt hast und auf 0% trockenes Signal, dass du dann auch auf beide Mono-Busse dann wieder dieses Hall-Plugin drauflädst. So hast du jetzt auf beiden Bussen, also für links und rechts, hast du jetzt quasi das gleiche drauf. Also sollte jetzt der Hall, summa summarum, auch wieder Mono aus der Mitte rauskommen. Hören wir uns das Ganze mal an. Ich gehe durch dunkelste Wälder, durch tiefste Tiefen. Ja, da ist also die Stimme jetzt mit diesem Hall drauf. Der ist natürlich jetzt viel zu laut, aber das ist ja auch zu Demo-Zwecken. Jetzt kommt die Hauptzutat, die du brauchst, um diesen Hall tatsächlich aus der Mitte ins 3D-Universum rauszupusten. Und auf dem einen Bus, auf dem einen, nehmen wir den linken oder den rechten, kannst du dir aussuchen, nehmen wir mal den linken, laden wir jetzt ein Plugin, mit dem ich die Phase drehen kann. Und das ist der Trick, die Kernzutat, die man noch braucht am Ende des Tages. Man muss hier bei dem einen Kanal die Phase drehen. Und das mache ich jetzt mal, und zwar während ich das laufen lasse. Hör mal. Ich gehe durch dunkelste Wälder. Okay. Durch tiefste Hall noch in der Mitte. Tiefen. Heißeste Wüsten mit verkohlten Füßen. Der Hall scheint aus der Mitte wegzuspringen ins Santa Nirgendwo und ist völlig unauffällig. Und dementsprechend können wir jetzt natürlich, wenn wir diesen ganzen Mix mal anhören, haben wir einen Hall, der eben nicht mehr an seinen Vocals zu kleben scheint, sondern einfach irgendwo im Nirgendwo zu entstehen scheint. Hören wir mal kurz, ich mach's nochmal aus und wir hören mal mit Hall und dann mache ich mal den 3D-Effekt an. Ich gehe durch dunkelste Wälder, durch tiefste Hall, aber jetzt. Heißeste Wüsten mit verkohlten Füßen ab dem Nordpol. Sehr schön. Wenn du es jetzt noch ein bisschen leiser machst, dann wird es auch ein bisschen unauffälliger. Ziehen wir hier mal ungefähr bei beiden Kanälen ungefähr 5 dB raus und hören uns den Effekt nochmal an. Ich gehe durch dunkelste Wälder, durch tiefste Tiefen. Sehr schön. Heißeste nochmal aus. Wüsten mit verkohlten Füßen ab dem Nordpol gesucht, Yeti gefunden. Geh mit Jakob den Weg.
Sehr schön. Mit diesem Trick kannst du deine Vocals schön aus der Mitte raus ins Santa Nirgendwo befördern und hast trotzdem einen Hall, der nicht so aufdringlich ist. Kleine Warnung allerdings am Ende. Solltest es dir wichtig sein, dass du deine Tracks auch immer in Mono abhörst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Dieser Effekt funktioniert beim Mono-Abhören nicht, denn dadurch, dass wir natürlich links und rechts den gleichen Hall, den gleichen Effekt draufgepackt haben und bei dem einen die Phase drehen, löschen die sich in Mono aus. Das heißt, der Effekt ist in Mono weg. Wenn du aber sagst, das ist mir völlig Wumpe, wie der Song in Mono klingt, ich möchte diesen geilen Halle-Effekt in Stereo haben, dann bist du hier genau richtig und dieser Effekt ist wie für dich gemacht. Geht natürlich nicht nur bei Vocals, sondern auch bei Gitarren, bei allem, wo man im Prinzip Hall draufpacken kann. Bin mal gespannt, ob du auch Spaß daran hast, diesen Trick mal auszuprobieren und schreib doch mal deine Erfahrung mit diesem Trick unten in die Kommentare und wir sehen uns dann die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!